Der Privatjet ist völlig zerstört. Die Absturzstelle, ein Waldstück nahe der A661 und rund 4 Kilometer vom Flugplatz Egelsbach entfernt. Die Cessna vom Typ Citation X war im österreichischen Linz gestartet und befand sich im Landeanflug. Es war neblig. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach hatte die Sichtweite rund 8 Kilometer betragen. Ja, nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen haben wir Meldung erhalten, kurz vor 19 Uhr, dass heute im Waldgebiet von Egelsbach in der Waldgemarkung ein Flugzeug wohl abgestürzt sei. Zeugen haben berichtet von einem lauten Knall und dann gab es auch einen Feuerball. So wie es aussieht, wurde durch die Kräfte dann schnell der Absturzort gefunden. Die Maschine stand in Flammen. 5 Leichen sind bis jetzt geborgen worden. Vermutlich befanden sich auch insgesamt 5 Menschen an Bord. 3 Passagiere, der Pilot und der Co-Pilot. Die Suche nach weiteren Opfern wird fortgeführt. Wegen der extremen Hitze konnten die Einsatzkräfte das Wrack zunächst nicht betreten. Experten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung sind nun vor Ort und forschen nach Details. Vor 2 Jahren erst war eine Geschäftsmaschine im Nebel abgestürzt. Der Pilot hatte sich laut den Ermittlungen beim Anflug verschätzt. 3 Menschen starben. Im Juni 2010 kam ein Passagier bei einer Platzrunde um das Flugfeld ums Leben. Der 56-jährige Pilot wurde bei dem Unglück schwer verletzt.